Für den leicht möglichen Fall, dass Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern könnten, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Franz Kafka. Ich bin kein literarischer Mensch, sondern bin die Literatur. Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur nicht für uns. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen gesehen. In den Fabriken, in den Bordellen, in den Ehen. Es ist mein unsterbliches Werk, dass ich gegen das Sterben setze. Ich kann nicht sterben, weil ich nicht gelebt habe. Du bist für mich das größte literarische Genie des 20. Jahrhunderts. Du bist unsterblich! Um den Hals gelegten Strick, wie von einem, der die Nacht geblutet und zerfetzt durch alle Zimmerdecken, Möbel und Bauern und Nacht.